Okay, Dr. Frasier. Schön, Sie wiederzusehen, Fräulein Frasier oder wie die heißt da. Ach du meine Güte, wenn das nicht Rektor Jäger ist, was bringt dich hierher? Obwohl unsere letzte Begegnung nur wenige Monate her ist, wirkst du viel erwachsener. Finden Sie? Darf ich dich um einen Gefallen bitten, wenn du schon mal hier bist? Mein Roboter ist kaputt, da kann ich leider nichts Schweres heben. Oh, das macht nichts. Meine Bitte richtet sich eher speziell an dich, Brett. Hey, unser großer Bruder, der Jäger, ist wieder da. Hallo, kleine, hallo, Kinder. Boah, guck mal, wer hier ist. Bist du hier, um mit uns zu spielen? Wo ist denn Elle? Ich muss kurz in die Stadt fahren, um etwas zu erledigen. Könntest du so lange auf die Kinder aufpassen? Es dauert auch nicht lange. Was? Ihr sollt babysitten? Oh ja, was wollen wir denn spielen? Es gibt gleich Essen, deshalb können wir nur drinnen spielen. Wie wär's mit dem Versteckspielen? Oh ja, Versteckspielen. Du bist dran, Jäger. Okay, okay, ich passe auf die Kleinen auf. Danke, Red. Kichert. Danke. Oh, da sind die ja. Alle meine Herren, ihr dürft euch aber nur innerhalb des Waisenhauses verstecken, okay? Okay, dann lasst uns anfangen. Seid ihr soweit? Noch nicht. Wow, wir müssen schnell weglaufen. Ich bin noch nicht so weit. Noch nicht. Wo soll ich mich nur am besten verstecken? Entschuldigung. Noch nicht. Noch nicht. Los, wir gehen alle in eine andere Richtung. Was habe ich nur wieder eingebracht? Achtung, ich komme. Du wirst mich nie finden. Möge die Suche beginnen. Okay, da nicht. Da bist du. Keinen Komm. Oh, mach nun, du hast mich gefunden. Du bist Charlotte, oder? Ein tolles Versteck. Beinahe hätte ich dich nicht gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass du mich hier finden würdest. Gut gemacht. Warte beim Eingang, okay? Ich werde dir suchen. Ich möchte mit dir suchen. Nein, das wäre unfair, wenn du mich mitsuchen lässt. Wäre das Spiel sofort vorbei. Damit würdest du das Spiel verderben, meinst du nicht? Na gut, dann warte ich eben am Eingang auf dich. Brave Kleine. Noch drei. Yeah. Hey, Biscotte, ich hab dich gefunden. Ach, das gibt's doch nicht. So schnell gefunden, das ist ja doof. Ist doch nicht so schlimm, nicht weinen. Wir treffen uns dann am Eingang. Ich will nochmal. Noch zwei. Ich seh da jemanden. Albert. Oh nein. Ich hab dich gewonnen, Albert. Yep, man nennt mich nicht umsonst einen Jäger. Du bist ziemlich gut darin, Personen und Sachen zu finden, oder? Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und gegen Bösewichte kämpfst du auch, oder? Ja, manchmal schon. Du bist echt so cool. Findest du? Jedenfalls habe ich dich gefunden, also husch husch, zurück zum Eingang mit dir. Okay. Jetzt fehlt nur noch ein Kind. Wo steckt es nur? Der dreckigste von denen. Würde ich mal sagen, er ist da unten. Warte mal. Hier unten meinte ich. Ach, da ist er ja. Warte, du hast mich gefunden. Hey, ich hab dich. Wie war nochmal dein Name? Asana, also. Aber alle nennen mich Asi. Asi nennen sie ihn. Asi, alles klar. Und jetzt hab ich. Jetzt ab mit dir zum Eingang. Du hättest mich nie gefunden, wenn das Haus größer gewesen wäre. Ist ja gut, aber nun wartet beim Eingang auf mich. Okay. Das waren alle, sie sollten mal beim Eingang auf mich warten. Oh, siehst du, Kinder. Hab ich jetzt alle? Du warst toll. Du hast uns echt schnell gefunden. Das Waisenhaus ist einfach zu klein. Du bist einfach zu gut. Lass uns das nächste Mal einem viel größeren Ort verstecken spielen. Oh ja, gute Idee. Das nächste Mal?
Ich höre das Telefon klingen. Ich bin wieder da. Ein Glück. Hallo Fräulein Freisier. Es war total spaßig und Red ist ein toller Spielkamerad. Aber keine Ursache, wir haben doch nur Verstecken gespielt. Du siehst jetzt viel entspannter aus, Red. Wirklich? Haben sich die Kinder gut benommen? Manchmal können sie richtig nervensägen sein. Ehrlich gesagt bin ich selbst in einem Waisenhaus groß geworden. Ach, tatsächlich? Unglaublich, dass sie das tagtäglich aushalten. Sie sind echt toll. Ach, es macht mir einfach Spaß. Ich bin glücklich, dass ich mit den Kindern zusammen sein kann. Das merkt man. Falls du müde bist, kannst du dich gerne in einem der leeren Zimmer ausruhen. Danke, ich glaube, ich werde mich tatsächlich kurz aufs Ohr legen. Und er ändert sich bestimmt in irgendwas wieder. Puh, ich bin echt ganz schön erledigt. Ich werde mich einen Augenblick ausruhen. Unsere Waisenhausleiterin konnte richtig streng sein, wenn sie wütend war, aber ansonsten war sie immer total liebenswürdig und fröhlich. Sie hat mich sogar aufgenommen, obwohl ich nur ein Girl war, das ihr an nichts erinnerte. Die blonde Frau, an die ich mich während des Experiments erinnerte, war also Mervyn. Misslungene Experimente werden zerstört. Wenn du es nicht willst, dann geh. Nimm diesen Roboter, für dich wird der Dahak. Hat mich Mervyn mit dem Dahak entkommen lassen? Für dich wird der Dahak was? Was wollte sie dir damit sagen? Mysteriös. Red, kann ich dich kurz sprechen? Was gibt's? Ich kann Asane nicht finden. Könntest du mir bei der Suche helfen? Asi ist verschwunden und keins der anderen Kinder hat ihn gesehen? Nein, könntest du bitte in der Stadt und im Hafen nach ihm suchen? Na klar, kein Problem. In der Stadt. Okay. Warte, vielleicht weiß ich ja was. Ja. Zwei Riesen, Lemures und Laris. Kann ich da durch? Ach nein, aber es ist ein bisschen heller. Was sagst du? Questerstraße, okay, das muss hier sein. Und du? Richtung Hafen, okay. Das ist der Hafen, oder? Willst du mich verarschen? Ey, Digga, willst du mich verarschen? Ein kleines Kind darf da durch. Wenn ich da durch, wenn nein, du darfst nicht, ist gefährlich. Hallo? Egal. Nanu. Hier sind kleine Fußabdrücke. Es ist also tatsächlich reingegangen. Boah, diese Dummheit. Ich muss unbedingt ein Schiff nachsehen. Ich will runter, verdammte Scheiße. Hey, da unten ist was. Ich komme von der anderen Seite, also. Okay, aber wie kann ich den hier schnappen? Hallo, wie kann ich den schnappen? Ey, ganz ehrlich, wie soll ich den schnappen ohne meinen Dahak? Leute, wollt ihr mich verarschen? Guck mal, ich hab ihn! Ich muss noch mal hierher. Spiel, regt mich nicht auf. Ganz ehrlich, regt mich einfach nicht auf. Wie soll ich das? Egal. Wahrscheinlich ist er noch tiefer hineingegangen.
Mich wundert, dass er durch einen derart gefährlichen Ort einfach so durchspaziert ist. Ein Ring gefunden. Okay. Ich sehe irgendwas. Ich hätte gewettet, dass hier irgendwas ist. Aber anscheinend habe ich mich gehört. Aber hier ist was. Ein P-Kristall. So, hier sollte ich hin. Okay, das Teil kann ich da nicht bewegen. Warte, war ich nicht einmal hier? Das kommt mir so bis vertraut vor. Es regt mich auf, dass ich Katzen jetzt nicht holen kann. Okay, jetzt dadurch. Er ist noch tiefer hineingegangen. Ein falscher Schritt und er fällt direkt ins Wolkenmeer. Oh, das war knapp. Geht's denn hier lang? Verdammt, hat das viel abgezogen. War die Leiter auch schon davor da? Okay, ich werde alles hier untersuchen, bevor ich hier irgendeinen Schritt noch weitermache. Ja, toll. Schönes Spiel, aber wie soll ich das machen? Nein! Spiel! Erkläre mir, wie ich da hochkommen soll. Wie zum Geier soll ich da hochkommen? Schwimm und überleben, Digga. Schwimm. Ja klar, ohne meinen Dahak. Das Spiel ist ja so schlau. Ich hoffe, dass ich den Dahak jetzt bekomme. Hier sind noch immer noch Fußabdrücke. Tief ins Innere würde... Ja. Ficken. Ich kann nichts gegen die machen. Da ist eine Kiste, aber die... Ja, ich weiß, dass ich nichts dagegen machen kann. Safe Point. Das regt mich alles auf, dass ich nichts machen kann mit ohne meinen Roboter. Hä? Ah, sieh. Da bist du ja. Red Bull! Was machst du denn hier? Das ist doch viel zu gefährlich. Ich wollte einem größeren Ort Verstecken spielen. Und wir sehen uns im nächsten Part.